fast jedes Spiel auf Augenhöhe. Und sowohl die Bregenzer als auch die Ferlacher haben diese Saison schon bewiesen, dass sie beide sehr stark einfach Spiele absolvieren können. Und unsere Spieler waren ja auch ganz knapp gegen beide Teams, haben unentschieden gespielt gegen Bregenz, genau. Und nur plus eins gegen Ferlach gewonnen. Mhm. In der letzten Sekunde oder in den letzten zwei Sekunden. Also ich glaube, das ist echt ein Spiel auf Augenhöhe und mal schauen, ob Bregenz den Heimvorteil für sich nutzen kann. Bei den Ferlachern gibt es ja in dieser Saison einen neuen Trainer. Das ist eigentlich Uroš Serbec aus Slowenien. Genau, ja. Miro Barisic, sein Co, mit dem ich heute Nachmittag auch noch gesprochen habe. Er hat gemeint, für Serbec war es auch eine Umstellung. Der ist ja aus Slowenien gekommen. Die Liga dort ist um einiges stärker als die österreichische Liga, aber er sagt, er hat sich mittlerweile hier ganz gut eingelebt und das funktioniert. Also die Arbeit mit dem Team trägt erste Früchte. Kannst du das auch schon erkennen? Auf jeden Fall. Also man sieht, gut eingespielt, wie auch die letzten Jahre, muss ich ehrlich sagen. Also Ferlach, echt ein Team, das jeder am Zettel haben muss. Also können vorne mitspielen, haben große Teams, gute Teams geschlagen und erste Früchte sind zu erkennen, wie du so schön gesagt hast. Sehr, sehr poetisch gesprochen. Aber die Ferlacher waren ja in der vergangenen Saison in der Hauptrunde Vierter. Bonusrunde wurde dann leider nicht gespielt aus bekannten Gründen, aber traust du ihnen heuer auch wieder so eine hohe Platzierung zu? Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Die hatten ja, glaube ich, drei Spiele inklusive unserem Spiel mit minus eins verloren und war schon einiges an Pech dabei. Also ich glaube, die können auf jeden Fall den Top oder den vierten Platz wieder toppen bzw. wieder den vierten Platz belegen. Ja, also wenn Ferlach verloren hat, dann war es immer knapp und wir freuen uns heute auch auf ein knappes, spannendes Spiel. Die Bregenzer hier in Gelb in der ersten Hälfte von rechts nach links und in den weißen Trikots und schwarzen Hosen. Das sind die Gäste aus Kärnten. Genau. So, interessant. Bregenz mit einem 6-0. Ja, 6-0-Deckung bei den Bregenzern, vielleicht auch deshalb interessant, weil Markus Burger gemeint hat, er sieht sein Team in der Defensive schon recht stabil in den ersten Runden, aber das ist auch etwas, auf das er ein Hauptaugenmerk legt und will dann natürlich aus einer stabilen Defensive heraus die nötigen Tore machen, um ja auch gegen Ferlach zu gewinnen. Ja, also was man den Bregenzern auf jeden Fall lassen muss, ist, dass sie eine sehr physisch starke Mannschaft da hinten haben. Also sind dann doch relative Brocken, die da hinten stehen und quasi zumauern. Ja. Aber durch dynamisches Spiel, gute Bewegung und Stoßen auf die Lücken wird das Ferlach vielleicht doch knacken. Und, ja, die Ferlacher sind ja durch ihren starken Rückraum eigentlich eine sehr spielstarke und auch sehr wendige Mannschaft. Genau, ja. Man sieht schon, der erste Angriff dauert sehr lange. Ja. 2 Minuten, kein Tor gefallen. Immer noch 0-0. Und jetzt der schnelle Gegenstoß der Bregenzer wird mit einem Foul beendet. Gutes Rückzugsverhalten von Dean Pomorischatz. Gibt die erste Gelbe hier für das Ferlacher Urgestein. Pomorischatz war in den letzten Tagen auch nicht hundertprozentig fit, hatte Probleme mit den Adduktoren, aber heute soll er wieder 100% da sein. So zumindest die Auskunft des Trainerteams. Sehr gut. So. Die ersten paar Angriffe mit Babaskas am rechten Aufbau. Geht über links und auch schön gespielt, ja. Guter Winkel. Da fällt das Tor nicht. Aber auch da muss man sagen, erstes Tor gefallen. Ein schönes. Gerade vom Flügel ist der Tormann von den Ferlachern unglaublich. Also auch in unserem Spiel hat er mir und dem Julian Praschner so einiges verwehrt, einige Torfolge verwehrt.
macht das schon echt souverän, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Rückhalt für die Mannschaft. Ja, Sigur Urbic aus Slowenien, in diesem Sommer oder für diese Saison neu gekommen. Oh, das war wieder sehr stark. Stell da gleich mal wieder unter Beweis. Ja. Gilt ja als Riesentalent, hat in Slowenien alle Nachwuchsnationalteams absolviert. Gut, aber ist mittlerweile 23, darf man da noch von einem Talent sprechen? Naja, ja, darf man schon noch sprechen, würde ich sagen. Also eine wirkliche Grenze würde ich dann vielleicht auf 25 ziehen. Ich bin ja selbst jetzt schon mittlerweile 24 und würde mich auch noch als Talent bezeichnen, wenn ich so frech sein darf. Na, aber 23 würde ich auf jeden Fall noch durchgehen lassen. Habe ich ehrlich gesagt selber nicht gewusst, dass der so jung ist. Überrascht mich umso mehr. Jahrgang 97. Wow. Nächstes Tor für die Ferlacher und wieder Rok Golcer, der hier auch das 1-0 erzielt hat. Na, gut gemacht. Die Schiedsrichter heute übrigens Mirsad Begovic und Wladimir Bubalo, das noch der Vollständigkeit halber. Vielleicht haben wir auf die beiden auch noch ein Auge. Ich sage das jetzt deshalb, weil Bregenz bisher die Mannschaft mit den meisten 2-Minuten-Strafen in der Liga ist. Das hat Markus Burger auch nochmal explizit angesprochen. Der hat sich da natürlich, ist er ja nicht ganz objektiv, ein wenig benachteiligt gefühlt. Aber wie siehst du das, Julian? Sind die Bregenzer so eine unfaire Mannschaft? Na, unfair würde ich nicht sagen. Also sie haben schon eine gewisse Härte. Und das bekommt man auch immer wieder zu spüren. Wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, dass sie physisch stark sind und stehen hinten. Und ja, voll. Eine gewisse Härte bringen sie halt an den Tag, mit der man erstmal klarkommen muss als Gegner. Jetzt haben wir die ersten 5 Minuten gespielt. Bregenz noch ohne Tor. Steht noch die Null. Bei den Gastgebern. Überraschend, noch 5 Minuten, 0-2. Hatten 2 Chancen, glaube ich, beide durch Urbic. Stark vereitelt, ja, stimmt. Voll. Defensive steht bislang auch sehr stabil, ja, und wenn dann doch mal ein Wurf rauskommt, dann können sie sich eben auf Urbic verlassen. Sehr interessante Defensivkonstellation, die die Ferlacher da haben. Inwiefern? Lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Ja, jetzt gerade ein bisschen Kudelmudel, aber schauen wir uns den nächsten Angriff nochmal an. Schneller Gegenstoß so. Und 3-0 für Ferlach. So schnell kann es gehen. Ja, nicht der beste Anfang, den Bregenz da erwischt hat. So ist es. Also zu Hause gleich mal mit 0-3 zurückliegen. 3-0 jetzt durch Florian Plohner, der wie gesagt heute wieder fit ist, hat gegen Krems krank gefehlt und da hatten die Ferlacher schon arge Personalnot auf der linken Seite. Da hat den Pomorisch hat dann diese Position meist gespielt. Genau, ja. Auch lustig gewesen, dass der links außen die Position stellt. Ja, man lernt mit 31 auch immer noch dazu. So ist es, ja. Oh. Und wieder Urbic, das ist echt unglaublich. Diesmal gegen Bregenz-Kapitän Lukas Frühstück. Genau, ja. Mit einem Kopf. Von Urbic, vor allem nachdem du mir gesagt hast, dass er quasi ein paar Jahre hinter sich. Ja. Zumindest ganz genau. Zumindest altersmäßig.
Goran hat sich auch einbürgern lassen dann mit den Jahren und hat, glaube ich, das ein oder andere Nationalteam-Spiel mit mir gemeinsam sogar schon absolviert. Schönes Kreisanspiel. Aber da ist er. Den Ball hat er. Zeigt auch er mal seine Klasse. So, jetzt. Das erste Tor für die Bregenzer. Nach 8 Minuten 12 Sekunden. Na schau, na schau. Marian Rojnicer, der Jüngste da in der Formation der Bregenzer. Genau, ja. 2000er Jahrgang. Wenn mich nicht alles täuscht. So ist es. Auch ein Talent. Genau. Ersetzt Marian Klopcic. Also Marian Klopcic bis zur letzten Saison ja noch erst rechts außen gewesen bei Bregenz. Jetzt der Namensvetter Rojnicer. So, und jetzt. Jetzt hätten die Bregenzer die Chance gehabt, hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Und jetzt gibt es auch die erste Strafe. Ja, nicht für Bregenz, sondern für Ferlach. Genau, ich glaube, es war Florian Ploner, der da rausgeschickt wurde. Und 7 Meter gibt es auch. Juric Grgic gegen Sigar Urbic. Ah, da war wieder dran, oder? Ja, genau, mit der linken Hand. Unglaublich, ja. Aber im kroatisch-slowenischen Duell bleibt Juric Grgic hier der Sieger. Auch ein sehr unangenehmer Spieler. Also hat eine Wurfkraft, die echt unglaublich ist, sehr explosiv. Spielt nicht, oder ich spiele nicht gerne gegen ihn auf jeden Fall. Haben ja immer zu decken normalerweise. Gegen Bregenz und macht mir schon einige Schwierigkeiten, muss ich zugeben, auch beim letzten Spiel wieder. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und er ist einer, auf den jetzt natürlich noch ein wenig oder auf dessen Schultern noch ein wenig mehr lastet. Bregenz jetzt mit dem Ausgleich nach dem Ausfall von Ante Isegovic, da sollte ich noch abschließen. Ja, voll. Also was mit dem Burschen passiert ist, ist halt echt zart. Ja. Ich dachte mir, ich weiß gar nicht, das ist der dritte oder der vierte Kreuzbandriss sogar von ihm. Das ist halt schon, wo manche Spieler, manche Profis sagen nach dem zweiten, okay, das war's, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ja. Aber er hat sich ja ein drittes Mal zurückgekämpft. Nach dem bin ich jetzt gespannt. Also weiß da gar nichts, ehrlich gesagt, bin nicht informiert. Aber ja, er hat es dreimal geschafft, vielleicht schafft er es noch einmal. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Es hat lange gemeinsam mit mir im 96er Team gespielt. Super rechter Aufbau, also kann werfen, gut 1 gegen 1 spielen, steht gut in der Deckung und hat mir echt viele schöne Assists in der Jugend gegeben. Schöne Erinnerungen für Juli. Aber ja, somit die erste Führung. Wieder Marian Rojnicer. Sein zweites Tor. Nicht schlecht, nicht schlecht. 8 Minuten und 12 Sekunden haben die Bregenzer gebraucht, um ein erstes Tor zu erzielen. Und jetzt haben sie es in nicht einmal 3 Minuten geschafft, hier von 0-3 auf 4-3 zu stellen. Wahnsinn. Also bestätigt eigentlich wieder mal unsere These, wie eng alles beisammen ist. In dieser Liga. Ja, voll. Adonis González jetzt mit dem Kreisspiel, mit dem nicht angekommenen. Und Bregenz ist mit 5-3 vorne. War schön gespielt. Von Frühstück an den Kreis durchgesteckt. Und Alexander Wassel war dann der Torschütze. So, das erste Timeout jetzt. Ich bin gespannt, was die Trainer dazu sagen haben. Ja, hoffentlich können wir ein wenig reinhören, aber es war logisch, dass das Timeout jetzt von den Ferlachern kommt, oder? Nach dieser schlechten Phase. Ja, voll. Hätte ich auch so gemacht, als Ferlacher Trainer. Frühstück. Sam Čaka i Samoto. More je Joga, čim bušo z mesta je jebeno. Če gre pa lepo, da ih malo razvigamo, onda im igramo. First attack 6, super, und dann nein, dann nix. We don't know what to spiel. Was? Petam, da ti povije to za tejpom.
Stay from the deck. Talk, da moraš mi štipati. Let stay in the deck on the pillow. Peter, change with the in you. Change with Dean and you play second, okay? Faszinierend, dieser Mensch spricht mindestens drei Sprachen und alle gleichzeitig. Kannst du das für uns dolmetschen? Nicht ganz, um ehrlich zu sein. Sehr interessant, dass da im Talmud nicht Deutsch gesprochen wird oder nur zu Bruchteilen Deutsch gesprochen wird. Aber solange es die Spieler verstehen, alles gut, würde ich sagen. Mal schauen, ob sie es umsetzen können, was er da gerade gesagt hat. Uroš Serbec ist ja in seinem Heimatland eine Legende, hat 120 Mal für das slowenische Nationalteam gespielt, war früher Kapitän bei Celje. Genau, ja. Ist eigentlich eine Bereicherung, dass so einer dann bei uns in der Liga ist, oder? Voll, also es tut gut. Solche Leute, solche Experten brauchen wir in der Liga. Und schön zu sehen, dass so jemand hierher kommt und eine Mannschaft übernimmt. So, jetzt das 6-3, das 5-3. 6-3. Ja, war schon das 6-3. Also ja, da kommt die Grafik gar nicht mehr mit. Jetzt geht's schneller. Tor für Ferlach. Das war der erste Treffer von Blasch Kletsch. 6-4. Also jetzt geht's hier richtig zur Sache. Das ist schön, weil am Anfang war es ja ein wenig zäh. Es hat gedauert, bis hier die Tore gefallen sind. Mhm. Aber und war ja einseitig. Aber jetzt auf Augenhöhe. Spannend, spannend. Stimmung in der Halle ist eigentlich auch okay, wenn man bedenkt, dass nach wie vor hier nur 250 Zuschauer zugelassen sind. Genau, ja. Aber ich meine, du hast es ja erlebt, Geisterspiel letzte Woche auch gegen Bregenz. Ich denke mal, ein paar Zuschauer sind schon besser als gar keine, oder? Genau, ja, wir hatten ja die Ehre und durften das erste Geisterspiel der Handballgeschichte in Österreich hosten. War auf jeden Fall interessant. Ich präferiere oder ich tendiere eher zu den Spielen, wo Zuschauer erlaubt sind. Logisch. War schon ein komisches Gefühl, ein mulmiges Gefühl am Anfang, aber irgendwo schaltet man das auch ein bisschen aus, muss ich sagen. So während der Partie und du machst ein Tor und schaust zu den Mitspielern und jubelst halt und die Bank jubelt. Also blendet man zwischendurch immer wieder aus, aber ja, in manchen Phasen fällt es halt dann schon deutlich auf und man vermisst das ein bisschen. Wir haben jetzt ein 7-4 und Julian, was da in den letzten Minuten auch ein wenig aufgefallen ist, Sigar Urbic, der am Anfang hier so stark pariert hat, hat jetzt eigentlich kaum mehr einen Ball gehalten. Liegt das daran, dass die Angriffe und Würfe der Bregenzer jetzt besser geworden sind? Unter anderem würde ich sagen, aber es waren jetzt auch viele freie, gute Würfe von Bregenz dabei. Man kann sich jetzt nicht erwarten, dass Urbic jeden Ball hält, der frei aufs Tor kommt. Aber ich bin sicher, er wird noch die ein oder andere Parade hinlegen. Da hat Aleksic jetzt auch mal eine gute ausgepackt. Voll, die war wieder schön. Interessanter Pfiff. Was hat er da jetzt genau gepfiffen? Treffer zählt auf alle Fälle nicht und der Ball geht an die Ferlacher. Letzte Saison gab es in diesem Duell übrigens jeweils einen Heimsieg. Die Ferlacher haben ihr Heimspiel plus 1 gewonnen, ganz knapp im September 26-25. Und die Bregenz haben sich dann im November mit einem 23-21 revanchiert. Okay. Einer der besten Werfer bei den Bregenzern damals, in beiden Spielen noch Vladko Mitkov, der mittlerweile in Hollabrunn spielt. Ja, auch ein alter Bekannter. Super Spieler. So, jetzt 8-4 für Bregenz. Jetzt so merkt man vielleicht doch die Ausfälle der Ferlacher, dass sie einen bisschen kleineren Kader haben als den, mit dem sie gerne angereist werden. Ja, letzte Woche haben die schönes Anspiel.
Die Ferlacher diese Ausfälle auf links sehr gut weggesteckt und gegen Krems gewonnen. Heute fehlen damit Kota und Jovanovic natürlich zwei Spieler, die im Rückraum auch wertvoll sind. Ja, also das ist echt ganz, ganz bitter für Ferlach, dass die beiden ausfallen. Mich hat überrascht, dass sie gegen Krems gewonnen haben. Also überrascht. Sagen wir mal, ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, auch wenn wir gesagt haben, dass Ferlach eigentlich jeden schlagen kann. Und auf jeden Fall trotzdem starke Leistung gewesen. Ja. 31-30, glaube ich, ausgegangen. Genau. Also auch wieder ein knappes Spiel. Das wäre ja ganz bitter gewesen, hätten sie das wieder mit einem Tor verloren. Ja, da haben sie den Spieß mal umgedreht und knapp plus eins gewonnen. So ist es, ja. So, jetzt mal ein schönes Tor von Dean. So, da ist mal der Schnürsenkel aufgegangen. Kommt vor, man kennt's. Bei Sieger Urbic. Ja, echt schönes Tor von Dean. Man muss wirklich früh genug auf die Spieler rausgehen, gerade auf ihn mit seiner Wurfgewalt. Sobald man da einen Schritt zu spät rausgeht, ist der Tor dann eingenetzt. Der Mr. Ferlach, den Pomorisch hat seit 2011 schon bei dieser, bei diesem Team, bei dieser Mannschaft. Unglaublich eigentlich. Und die Bregenzer mit dem nächsten Treffer. Ja, super Antwort. Das war jetzt die Gewalt von Juric Krgic, die ich vorher schon erwähnt hatte. Und dann schön über außen. Drei spektakuläre Tore hintereinander. Sehr schön über den Kopf gezogen. Schaust du da eigentlich bei den Toren der Außenspieler ganz genau hin? Ja, schon. Finde ich immer wieder interessant. Vor allem, weil gerade auf der Flügelposition einfach, wie soll man sagen, so viel Vielfalt steckt in jeder einzelnen Wurfästhetik. Also hat jeder Flügel für sich so irgendwie über die Jahre was Eigenes entwickelt und gibt ja Flügel, die eiskalt einfach einnetzen, gibt Flügel, die eher spielerisch sind und mit vielen Tricks arbeiten, das Handgelenk spielen lassen und ja, wie gesagt, es fängt bei der Sprungtechnik an und hört bei der Wurftechnik auf. So viel Variation drinnen im Flügelspiel, das ist schon sehr interessant für mich. Und gibt es da bei uns in der Liga auch einige Spieler, wo du dir was abschauen kannst? Ja, auf jeden Fall, also gibt Flügel, den ein oder anderen Flügel, wo man sich immer wieder was abschauen kann. So. Wenn ich ja ganz besonders gut finde, ist auch Kostewski von Linz, den Rechtsaußen. Aha. Also wenn ich an den denke, dann habe ich immer wieder im Kopf seine starken Wurfquoten und Wurfausbeute von 8 aus 8, 9 aus 9, gerade aus letzter Saison auch, hat uns immer wieder Schwierigkeiten gemacht, gerade in der 3-2-1-Deckung, die wir spielen, wo ja eigentlich der Flügel viel zum Wurf kommt und genau der eben, also der Rechtsaußen, hat uns dann immer wieder echt zum Verzweifeln gebracht. Ja, auch mit der Effizienz. Genau. So, die Ferlacher sind hier noch ein paar Sekunden in Überzahl, weil Lukas Frühstück draußen gerade eine 2-Minuten-Strafe absitzt. Genau, ja. Schaut aber so aus, als ob die Bregenzer da gut drüber kommen würden. Da kommt nochmal der Wurf. Wow. Oh. Sah nicht angenehm aus, auf jeden Fall die Landung. Schön auf die Lücke gestoßen auf jeden Fall. Und den 7 Meter rausgeholt. Timpo Morischatz, jetzt darf er gegen Aleksic.
Und er macht das Tor. Ins Kreuzweg. Souverän. Ja, und die Bregenz haben da schon wieder eine Strafe ausgefasst. Also jetzt geht es schon wieder so los, wie Markus Burger das noch erwähnt hat. Ja, voll. Wie viel der Strafe ist das jetzt? Hast du das zufällig? Ah, erst die zweite. Die zweite, okay. Also nur Frühstück und Juric Grigic bis jetzt. Aber sie hatten ja lange Zeit gar keine. Ja, voll. Da ist wieder Urovic. Stark pariert gegen Babaskas und mit gesundem Selbstvertrauen den Wurf genommen von da hinten. Auch nicht schlecht. Ja, Urovics Parade wieder. Also so ein Wurf, den versteckten aus der Hüfte, ist unglaublich schwer und spät zu sehen für die Torhüter. Also auch an dieser Stelle wieder Respekt an Urovic für diese Parade. Und das Spiel ist wieder spannend, 9:8. Schön unterbrochen. Sehr konsequente Deckungsarbeit da von Rokolcer. So, mal schauen, was für eine Sprache diesmal gesprochen wird. Timeout diesmal bei den Bregenzern. Bei Minuten Zeit müssen wir nicht einen halben Wurf mehr machen. Passender Kluft, hau dich, spiel dich den Ball mit Druck. Play the ball. Don't be angry, defense is coming. Play the ball, damit wir Tempo drin haben. Und dann gehen wir dahin, was weh tut. Dann gehen wir mal da rein, lassen wir den Ball richtig laufen. Wir können nicht einfach nur einen Hüpfen nehmen jetzt. Okay? Lukas, du gehst auf die Achse, du bist in der Mitte, damit wir noch schneller werden, okay? Jungs, ich gehe den Dormann hoch, nicht die Hüfte, der liegt schon. Okay? Also komm jetzt, komm! Hey, komm! Also da haben wir jetzt ein wenig mehr verstanden. Voll. Vorarlbergerisch-englische Kombination, wollte ich sagen. Und interessant, ja, du hast es auch gesagt, dass Goran Aleksić sich da eingemischt hat. Hoch muss man werfen gegen diesen Torhüter, weil er früh am Boden ist. Das hat Aleksić gesehen. Hat er ganz okay analysiert, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Wurf hoch drinnen ist, aber auf jeden Fall zweites Tempo abwarten und dann auch würde ich tendieren dazu, eher oben zu werfen. Nico Schnabel, auch ein sehr dynamischer Spieler. Die beiden da, also Lukas Frühstück und Nico Schnabel, echt auch immer wieder ein unangenehmes Duo. Sind sehr wendig und sehr schwer zu halten im 1 gegen 1. Also wenn du als Abwehrspieler gegen die beiden stehst, die ziehen dich auch teilweise mit einfach. Wenn du sie schon fixiert hast, gehen trotzdem noch die 2-3 Schritte mit dir Richtung Tor und kassiert man auch oft mal 2 Minuten dafür, weil es immer dumm ausschaut. Und ja. Ball geht an die Verlacher. Oh, ein schönes Anspiel. Sehr schön. Und auch gut verwertet. Wunderbar. Von Golcha für Leander Grobat. Ja, wirklich sehr schön gespielt. Bregenzer Abwehr dahinter laufen. 6-0 und dann auch gut gesehen. Gut gesprungen, gut gewartet und die richtige Entscheidung getroffen. Und damit haben die Verlacher hier den Ausgleich geschafft. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Bei 3-3 hatten wir zum letzten Mal Gleichstand. Und da haben die Bregenzer ja ein 0-3 aufgeholt. Ja. Zuletzt 8-4 in Führung gewesen, Bregenz. So ist es, ja. Jetzt auch nochmal ein Tor gemacht. Ansage von Goran Aleksić gleich umgesetzt. Genau. Oben ins Kreuz genagelt. Vielleicht ein kleines Foul dabei gewesen, aber er lässt weiterlaufen. Und er war schon draußen. Schade. Der Ball liegt nicht.
hätten die Bregenzer jetzt wieder auf plus 2 stellen können, aber so gibt es erneut die Möglichkeit zum Ausgleich für die Ferlacher. Genau. Auch interessante Bewegungen, ich wollte es gerade sagen, von Kovac am Kreis. Gut durchgesetzt, aber auch stark verteidigt von Cioric. Bei den Ferlachern haben wir da jetzt, glaube ich, auch ein neues Gesicht auf dem Parkett. Das ist Peter Kerestes aus Ungarn. Ungarn, voll. Der ist in der Vorbereitung zu den Ferlachern gekommen, war damals noch verletzt als fünfter Legionär, hat er bislang nicht gespielt, aber weil heute eben Matic Kota fehlt, bekommt er seine Chance und gibt sein Debüt hier für die Ferlacher in der Liga. Ja, macht es bis jetzt ganz souverän. Und auch da wieder, da nicht ein kleines Foul dabei war. Aber Bregenz im Ballbesitz. Ferlach sticht da immer wieder mit zwei Verteidigern raus, unter anderem Adonis González. Interessante Variante, die auch wir teilweise verwenden, wenn wir 3-2-1 spielen und ein Einlauf aus dem Aufbau kommt der gegnerischen Mannschaft, stechen wir auch mit zwei Spielern raus. So. Foul am Kreis. Da hätte Urbit schon wieder seine Tentakel ausgefahren, aber da gibt es jetzt eine Zeitstrafe gegen Adonis González. Zweites Duell, Grgic gegen Urbit. Genau. Und wieder bleibt der Bregenzer Sieger. Schön gemacht. Also man kann zwar keine Vorhersagen treffen in diesem Spiel, wie wir schon gesehen haben. Es wechselt die Führung hier immer wieder, aber das ist jetzt vielleicht nochmal eine wichtige Phase für die Bregenzer vor der Pause. Vielleicht können sie da ein, zwei Tore vorlegen. Ja, wäre auf jeden Fall ein angenehmer Polster für die Bregenzer. Ja, aber da trägt sich jetzt Kerestes zum zweiten Mal in die Schützenliste ein. Stark gemacht. Hat auch einen wuchtigen Wurf. Voll. Bin gespannt beim nächsten Spiel gegen Ferlach, wenn er da gegen uns spielen sollte. Wie es dann ist am Parkett gegen den. Die Überzahl gut genutzt. Schön zum Flügel gespielt und Wassel trifft ins lange Eck. Sehr schön ausgespielt und da ist Sieger Urbic dann auch mal machtlos. Zu 10, wir bleiben aktuell jetzt bei diesem plus 2 für die Bregenzer. 3,5 Minuten noch. Genau, und noch ein paar Sekunden Überzahl für Bregenz, weil Adonis González ja draußen sitzt. Das wow. War schön durchgespielt. Ferlacher in Unterzahl, zwei Tore. Und wieder im Ballbesitz. Also doch nicht optimal genutzt von den Bregenzern, die Überzahl. Ganz und gar nicht. Überhaupt nicht, ja. Und Ferlach ist wieder komplett. Ja, diese letzten paar Minuten vor der Halbzeit können dann psychologisch eben
wirklich sehr ausschlaggebend sein. Also es ist schon ein Unterschied, ob man da unentschieden minus 1 oder minus 3 rausgeht. Mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Wieder stark gemacht. Jetzt haben wir Ungarn. Genau, mal den Ausgleich. 12 zu 12. Also mit einer Prognose haben wir schon mal recht behalten, dass das hier eine sehr ausgeglichene Angelegenheit ist, dass es knapp und spannend ist. Und das ist dann hoffentlich auch das absolute Topspiel am späteren Abend zwischen Tirol und den Fivers. Der Zweite fordert den Tabellenführer und das sehen Sie natürlich auch live hier bei Laura 1 TV. Hier, jetzt haben Sie mal, oder wir, die Führung gesehen für Bregenz durch Rojnicar, sein fünfter Treffer. Da war aber schon ein Stoß jetzt dabei. Ja, hat so ausgesehen. Na gut, bisschen Heimpfiff gehört ja dazu. Ist das so? Naja, würde ich schon behaupten, dass da ein paar Entscheidungen für die Heimmannschaft getroffen werden sollten auch. Ja, sollten. Gute Frage, aber solange es bei beiden Mannschaften gepfiffen wird, der Heimpfiff, ist es ja okay. Genau, dass der gute alte Heimvorteil nicht ausstirbt. So ist es, ja. Wieder schön gemacht. Und wieder war es Alexander Wassel. Die Bregenzer heute sehr erfolgreich mit ihren Flügelspielern. Rojnicar bislang 5 Treffer, Wassel 4. Ja, sehr stark. Also 9 von 14 Toren über die Außen. Letzte Minute hier in der ersten Hälfte. Bisschen überhastet, aber schön den Rebound geholt. Das war Leander Krobat, der da zweimal die Chance bekommt. Ja, spielt stark, spielt stark. Ballbesitz wechselt. Letzte Chance hier in der ersten Hälfte jetzt doch noch für die Bregenzer. Auch wieder etwas überhastet. Kann man geduldiger runterspringen, den letzten Angriff. Das war Luka Vukicevic, der diesen Wurf genommen hat. Ein Talent mit 18 Jahren. Und wir haben jetzt hier die erste Hälfte gesehen. Bregenz führt plus 2, Goran Aleksic. Ja, der war mit dieser Entscheidung jetzt beim letzten Angriff anscheinend auch überhaupt nicht zufrieden. Okay. Interessante Szene hier. Wahnsinn. Also fast ein bisschen respektlos dem Goran gegenüber. Sieht man nicht gerne sowas. Also ich verstehe auf jeden Fall den Goran hier. Ja, aber dass diese erste Hälfte jetzt so zu Ende geht, 14 zu 12, also plus 2 für die Bregenzer, die hier schnell 0-3 hinten waren, 8 Minuten überhaupt kein Tor erzielt haben, aber dann nach diesem Katastrophenstart eigentlich ziemlich gut in die Partie gekommen sind. Wie würdest du diese erste Hälfte jetzt noch einmal Revue passieren lassen, Julian? Ist dieses plus 2 für die Bregenzer auch verdient? Ja, im Endeffekt würde ich schon sagen, also beide Mannschaften hatten so ihre Ups and Downs und wie gesagt, die Führung hat jeweils hin und her gependelt. Einmal waren die Ferlacher vorne, Bregenz haben sich zurückgekämpft. Also spannende erste Halbzeit und wir sind gespannt auf mehr. Willkommen zurück hier bei Laula 1 TV und natürlich auch willkommen alle Handballfans auf Facebook. Gleich geht's weiter hier mit der zweiten Hälfte zwischen Bregenz und Ferlach, quasi das Appetithäppchen an diesem Samstag für den absoluten Schlager zwischen Tirol und den Fivers. Ich freue mich, dass Sie weiterhin mit dabei sind und ich freue mich natürlich auch, dass Julian Ramftl mich durch diese zweite Hälfte begleitet. So ist es, ja. Servus, willkommen zurück. Servus noch einmal. Ja, wir haben hier ein sehr ausgeglichenes, auch recht spannendes Spiel eigentlich gesehen in der ersten Hälfte. Was erwartest du dir jetzt noch für die zweiten 30? Ja, ich hoffe, dass es so spannend ist oder so spannend bleibt, wie es bisher war.
der Halbzeitstand lässt ja einiges offen und schauen wir uns mal an, wie sich das jetzt die nächsten paar Minuten weiterentwickelt. Genau, wir sind natürlich gespannt. Was ich zum Ende der ersten Hälfte auch nochmal fragen wollte, wir hatten hier ja eigentlich einen, ich will jetzt nicht sagen kuriosen, aber vielleicht doch etwas ungewöhnlichen Spielverlauf, diesen starken Beginn der Ferlacher, wo Bregenz lange Zeit kein Tor erzielt hat, die dann aber gut reingefunden haben, eigentlich immer geführt bis zum Ende der zweiten Hälfte. Ist dir da was aufgefallen? Da hat Urbic auf jeden Fall ein, zwei, drei Würfe vereitelt und schöne Paraden gezeigt. Und schlussendlich hat dann Bregenz irgendwann doch den Schlüssel zum Tor gefunden und ist dann, wie du schon gesagt hast, wieder zurückgekommen. Die Bregenzer in Gelb beginnen da jetzt mit Nico Schnabel und Luka Vukicevic im Rückraum mit der 99, den hatte Goran Aleksic ja am Krawattel, wie man so schön sagt, zum Ende der ersten Hälfte. Das war auch nochmal eine recht interessante Szene. Ja, war eine interessante Szene zum Ansehen. Weiß nicht, was da genau passiert ist, aber unroutinierter Wurf am Ende. Genau. Und Goran Aleksic hat sich dann darüber offensichtlich aufgeregt. War, ist fast ein bisschen respektlos dann rübergekommen, wie sich der Kleine ihm gegenüber verhalten hat. Aber ich weiß ja nicht genau, was passiert ist, deshalb kann ich das schwer beurteilen. Ja genau, aber da höre ich jetzt raus, also das muss man sich als junger Spieler dann schon anhören. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß es noch, als ich einer von den ganz Jungen war, muss man schon aufpassen. Und ich finde auch, es gehört sich einfach, etwas Respekt vor den Spielern zu haben, die schon länger dabei sind, gerade bei einem Goran Aleksic, der unglaublich erfahrener und langjähriger Spieler bei Bregenz ist, darf man schon mal etwas Respekt zeigen. Na bitte, Julian Rantl, nicht nur ein hervorragender Handballer, sondern auch ein sehr gut erzogener Bursch. So ist es, ja. Ich war auch frech früher, teilweise. Stimmt schon. Bin jetzt auch kein Unschuldslamm, aber ich habe es über die Zeit gelernt auf jeden Fall. Und mittlerweile bin ich ja auch schon etwas älter und kann alles nachvollziehen. Genau, auf dem Sprung vom Talent zum Routinier. Ab 25 dann, genau. Haben wir gesagt. Also noch ein Jahr. So ist es. Ja. Gut, 15-13 haben wir hier jetzt aktuell. Also die Bregenzer haben ein Tor vorgelegt. Ferlach dann ebenfalls eines erzielt. Plus zwei weiterhin hier für die Vorarlberger. Zeitspiel jetzt angezeigt. Ja. Klare 7 Meter, zwei Spieler liegen im Kreis. Aha, sieht so aus, als ob Urbic da jetzt rausgehen würde und Strisnik reinkommt. Der erste Wechsel, wenn mich nicht alles täuscht. Mal schauen, ob der mehr Chancen hat gegen Grugic im 7 Meter Duell. Genau, Juri Cirkic vor der Pause hat er zweimal geworfen von der 7-Meter-Marke, zweimal getroffen und auch den dritten verwandelte. Wieder souverän verwandelt, ja. 3 aus 3. Aber Julian, weil ich dich heute hier schon sitzen habe, jetzt sag bitte mal, wie ist das eigentlich für einen Spieler? Du kennst das natürlich speziell aus der Sicht des Flügelspielers, aber wenn der Gegner da im Spiel den Torhüter wechselt, ist das unangenehm? Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Spiele, wo mir das nicht mal auffällt, so lustig das jetzt klingt, aber dann wird der Torhüter gewechselt und man bekommt es gar nicht gescheit mit und konzentriert sich nur auf den Wurf, auf die Situation, auf den Augenblick, auf den Moment und wirft dann einfach. Aber gerade beim 7 Meter, weil ich ja auch bei West-Wien 7 Meter Schütze bin, mit dem Julian Bratschner gemeinsam, ist es dann schon noch was, wo man leicht also zum Nachdenken beginnt. Und sagen wir mal, ich habe jetzt 3, 4 getroffen und es kommt der erste Wechsel. Dann überlegt man sich halt, soll ich jetzt einen anderen Wurf machen? Schaue ich mir das mal an, wie der sich bewegt? Also auf jeden Fall was, was gerade beim 7 Meter schon eine Rolle spielen kann. Auf jeden Fall. Ja genau, darum machen das viele Teams ja auch, dass sie dann in so einer Situation auch mal wechseln. Genau. In dem Fall zwar ohne Erfolg, aber es war ein Versuch wert, hätte ich mal gesagt.
So, und da gibt es jetzt die zweite 2-Minuten-Strafe gegen Adonis Gonzalez in diesem Spiel. Also jetzt heißt's aufpassen. Oh! Den hat er jetzt. Genau. Juric. Beim vierten Versuch scheitert er mal. Juric Krgic. Dann auch immer ganz interessant, wenn der eigentliche 7-Meter-Schütze den ersten verwirft, ob er dann nochmal antritt zum 7-Meter oder ob er gewechselt wird. Bei uns ist das ja so, also ganz unterschiedlich, aber meistens haben sich die anderen jetzt schon damit abgefunden, dass ich auch, wenn ich den ersten verwerfe, nochmal zum zweiten antritt. Und dann gibt es erst einen Wechsel, wenn der nochmal verworfen wird. Schön unterbrochen, diesen Gegenstoß. Sehr schön zurückgelaufen von Plona. Tolle Defensivarbeit. Denn das wäre natürlich eine Riesenchance gewesen für die Bregenzer. Und bei Ferlach sehen wir weiterhin im Rückraum Debütant Peter Kerestes aus Ungarn, der bislang ein sehr gutes Spiel macht. Ja, also gerade die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit echt schön die Mannschaft geführt und Verantwortung übernommen. Da hat Kerestes jetzt probiert, das Stürmerfoul zu provozieren. Schauen wir uns nochmal an. Ja. Nice try, hätte ich mal gesagt. Nice try. Das fünfte Tor war das jetzt für Josip Juric Krgic, wenn ich da richtig mitgeschrieben habe. 3,7 Meter, 2 aus dem Spiel. Genau, ja. Also hat die Verantwortung übernommen, über die wir vorher geredet haben. Und nochmal zur Erinnerung, die Ferlacher haben ja ihre letzten beiden Ligaspiele gewonnen, sind also mit 2 Siegen hierher gekommen. Bregenz auf der anderen Seite hat 3 Runden jetzt nicht gewonnen. Es gab Niederlagen gegen Hart, eine Derby-Niederlage, die besonders wehgetan hat, und eine Niederlage gegen die Fivers. Gut, das passiert aktuell vielen Mannschaften. Und dann eben dieses Unentschieden gegen Julians West-Wiener. Genau, ja. Heute der Platz, der Kampf um Platz 4 sozusagen in der Tabelle. Keiner Fehler da von Vukicevic, der davor das Tor gemacht hat. Ja, war schöne Aktion, guter Haken zur Hand. Auch noch einen schönen Wurf rausgezaubert. Ausnahmsweise Urbic mal unten gezwungen. Schön pariert, war auch ein kleines Foul dabei in meinen Augen. Gut gedacht, schlecht umgesetzt von Gonzalez. Eine Partie am heutigen Samstag ist übrigens schon zu Ende, habe ich jetzt gerade gesehen. Krems gegen Linz 35-28, also klarer Sieg für die Kremser. Und Linz kommt irgendwie weiterhin nicht aus der Kiste raus. Hatten wir quasi einen Trainerwechsel. Genau. Der Trainer wurde entlassen von Linz. Und er hat noch keine ersten Früchte getragen. Der Wechsel offensichtlich. Schönes Tor wieder von Vukicevic. Genau, das ist der gebeutelte Luka Vukicevic. Hat ihm vielleicht ganz gut getan, das Beuteln. Ne? Schaut so aus. 2 Tore hintereinander. Glück gehabt. Ja, vor allem haben die Ferlacher jetzt auch schon länger kein Tor mehr gemacht. Jetzt sind ihnen die Bregenzer hier wirklich enteilt. Plus 5 mittlerweile. Fällt gerade auf, habe ich auch etwas übersehen. 19:14. Der Stand hier. Mal schauen, ob die Ferlacher noch zurückkommen. Ja, jetzt gibt es auf alle Fälle mal das Timeout.
Dürfen wir uns freuen auf ein fairer Timeout jetzt? Because we don't have a gut to do something. We just passing for the 15 meters. We have a counterattack, one player more, and you at pass from 15 meters, no attack, no one wanted here on the blind pass to him. Imajte strpljenja, igrajte, ne polako, nego igrajte prodorno, ali sa strpljom, nemojte odmah nešto tražiti tamo. A igrajte do igrača, na njega, vadi ga ovako. E duljnik, evo cima fore, vidi što ima za plavljare kida, Peter, veksli mi dozvoj na tek. Ej, idemo, idemo sad da napravimo šest. Zeks, zeks, golč, golč. Ako nije ono šut, produži još. Ajde, Ester! Daj mal, da ideš ti obaka. Ja, ist immer wieder ein Erlebnis. Jetzt ist auch Dean Pomorischatz da ein wenig als Dolmetscher eingesprungen. Aber ganz egal, ob man die Sprache versteht oder nicht, dass da jetzt gar nicht zufrieden war, das hat man auf alle Fälle mitbekommen. Den Ton, den er gewählt hat, auf jeden Fall. Ja, aber logisch. Wir hatten hier 16-14. Da hat es für Ferlach eigentlich noch ganz gut ausgesehen. Das war derselbe Rückstand wie zur Pause. Und jetzt haben die Bregenzer die letzten drei Tore erzielt. Und den hat Aleksic mal. Wie geht es jetzt weiter? Ja, Ferlach gehen so ein bisschen die Mittel aus, die Konzepte vorne im Angriff. Man sieht, dass Bregenz da jetzt schon ganz gute Deckungsarbeit leistet. Auch das Anspiel funktioniert nicht. Ja, aber wenn du das so sagst, das ist eigentlich bitter für die Ferlacher, weil das ist ja eine Mannschaft, die gerade von ihrer starken Offensive lebt, oder? Eigentlich, ja. Deshalb umso überraschender, dass es jetzt gerade nicht klappt und ihn haut. Aber, wie gesagt, die zwei Ausfälle muss man auf jeden Fall beachten. Also die spielen da eine große Rolle, würde ich mal sagen. Jetzt leider auch wieder der Kontobass unterbunden. War mutig gewählt von Urbic, den zu spielen. War ein relativ spät angesetzter Kontobass. Sieht man hier nochmal. Aber auch schön zurückgelaufen. Zehn Minuten sind schon wieder gespielt in dieser zweiten Hälfte. Plus 5. Für Bregenz aktuell. Mohr am Kreis. War dieses Spiel, also letztes Spiel gegen uns, auch relativ unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Die haben viel auf meine Seite gespielt und da fehlt mir dann größentechnisch doch noch ein Stück auf dem Mohr und war echt zart teilweise, den zu verteidigen. Also vor allem, wenn die Anspiele so hoch kommen, muss ich halt jedes Mal springen, Anlauf nehmen. War nicht so einfach. Ja, das sind ja auch regelrechte Brocken, diese Kreisläufer. So ist es. Nicht zu Unrecht, da bräuchte man schon ein wenig schweres Gerät, um die vom Kreis irgendwie wegzubewegen. So ist es, ja. So, jetzt haben sie ihn mal im Griff. Den Vukicevic. Zeitspiel angezeigt. Ui. 2 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die haben sie jetzt kassiert fürs Reingreifen in den Pass. Ja, und damit haben die Bregenzer jetzt auch in diesem Spiel schon wieder ganz schön viele Strafen angesammelt. Bei wie viel stehen wir? Weißt du das? Wenn meine Aufzeichnungen stimmen, dann ist das jetzt Nummer 7. Ja, schon ein bisschen was. Wie gesagt, 50 waren es in den ersten 6 Runden, damit hat man die klare Führung in dieser Statistik in der Liga. Weißt du zufälligerweise, wer der Zweite ist? Oder? Ja, Hart, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, aber ich kann natürlich nochmal nachschauen. Ganz interessant.
wo wir da auch stehen. Ja, Bregenz war Erster mit 50, Hart mit 47 und West-Wien steht bei 32. Also, ja, sind wir brave Burschen, das ja. Schaut so aus. Das war nach 6 Spielen, also da ist das gestrige Spiel noch nicht mitgezählt. Okay, verstehe. Ja, so viel mehr sind es nicht geworden. Wobei wir eine rote Karte gestern kassiert haben, Elias Kofler, mit 3x2 Minuten raus. Wer glaubst du, ist die Mannschaft mit den wenigsten 2 Minuten Strafen? Mit den wenigsten? Ich tippe auf Krems. Ja, es sind die Fivers. Es sind die Fivers? Aber wow. ganz interessant, mit 25 2 Minuten Strafen in den ersten Runden und nur eine mehr hat Linz. 26. Alles klar. Saubere Deckungsarbeit. Gorner legt sich jetzt auch mit der zweiten Parade hintereinander. Zuerst vom rechten Flügel von Oliver Rath. Jetzt nochmal pariert. Also wenn der jetzt auch noch anfängt, hier seine Betriebstemperatur zu erreichen, dann wird es natürlich ganz schwer für die Ferlacher. Aber diese Duelle zwischen Mohr und Golcha, die sind auch interessant mittlerweile. Auf jeden Fall, ja. Aber man sieht wirklich, dass Ferlach jetzt echt ein bisschen verzweifelt und... Ja. Allein dieser Wurf schon ein Verzweiflungswurf. Mal sehen. 6 Tore, großer Rückstand. Ja, in der ersten Hälfte haben die Ferlacher, glaube ich, mal einen 4-Tore-Rückstand aufgeholt, aber das ist jetzt natürlich dann noch ein Das ist eine andere Sportart. Die Bregenz haben jetzt natürlich auch keinen Stress mehr, spielen ihre Angriffe da sehr überlegt und geduldig aus. Am Ende war es hier jetzt Frühstück. Ja, und die Ferlacher werden natürlich in dieser Schlussphase auch einen starken Torhüter brauchen, wenn sie hier nochmal... Also jetzt Goran Alexic wieder mit einer Parade. ...was holen wollen. Gibt es da für dich eigentlich Unterschiede bei den Torhütern? Ob es jetzt ein Routinier wie Goran Alexic mit 38 Jahren ist oder ob es ein Junge ist oder gibt es einfach nur gute und schlechte Torhüter, unabhängig vom Alter? Na, auch sehr interessante Frage. Also ich persönlich musste schon sagen, dass ich fast lieber gegen routinierte Torhüter, die groß sind, die sich nicht viel bewegen, spiele, weil ich halt da meine Möglichkeit habe, vorbeizuspringen, den Ball dorthin zu legen, hinzuwerfen, wo ich will. Was ich gar nicht mag, ist zum Beispiel sehr hektische Torhüter, also die ganz überhastet in ein Eck springen, spekulieren auf diese Art. Ich glaube, da gehört Urbic eh dazu. Also, da tue ich mir eher schwer. Also ist auch wieder von Flügel zu Flügel unterschiedlich, denke ich. Ja. Aber wenn du sagst, diese hektischen Torhüter, gibt es da in der Liga jemanden, gegen den du ganz besonders ungern spielst? Die Torhüter in der Schwusenliga ganz angenehm, muss ich sagen. Okay. Aber auf jeden Fall eigentlich jede Mannschaft mit 2 guten Torhütern besetzt. Also kann ich da niemanden negativ herausheben. Ich muss echt sagen, dass Torhüterqualität ist echt eine der Sachen, die wirklich passt in der Liga, muss ich sagen. Auch bei uns, bin voll stolz auf unsere Torhüter. Sandro Udic hat seine Karriere offiziell beendet, inoffiziell ist er ab und zu noch dabei. Jetzt gerade, wo Konstantin Mössl verletzt ist. Jungs, oh, wenn du kommst, du kommst mit Vollgas drüber, über die Mitte, den wirf uns selber mal. Er hat. Plus 6 angesagt. Lukas, noch einmal, wenn du der Ball. Spiel fair noch, oder in beide Richtungen. Du wechselst Claudio Gottine, Matze Gottine. Ich will halt nicht, dass wir richtig Dampf machen, okay? Also komm jetzt!
Ja, also Markus Burger fährt da auch ganz schön rein, obwohl es recht positiv steht für seine Mannschaft, aber kann ich irgendwie auch verstehen, also der will jetzt auf jeden Fall verhindern, dass die Mannschaft da den Fokus verliert, oder? Ja, in voll. Der Schlussphase. Der will einfach auf Nummer sicher gehen und den Vorsprung behalten, sicher runterspielen. Würde den Bregenzern auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Ja. Also endlich mal ein Spiel auch wieder in der Höhe zu gewinnen. Deshalb sehr verständlich, der Herr Burger. Zwei Siege gab es für Bregenz in der laufenden Saison. Das war gleich in der ersten Runde zu Hause gegen Graz, 29-26. Und gegen Pernbach haben sie auch gewonnen, dritte Runde, 26-22. Bernbach ja auch ein ganz, ganz interessantes Team. Also bin ich echt gespannt, wie wir uns gegen die tun. Die haben ja echt die eigenartigsten Ergebnisse gespielt bis jetzt. überraschend hoch gegen Krems gewonnen, gegen Hart minus 1 nur verloren gestern. Ja. Generell dieses Jahr ist einfach echt spannend. Das macht schon Spaß. Also werden wir auch sehen, ob die Pfeifers und Schwarz so lange so souverän bleiben können. Ja. Und, ja. Ja, in zwei Runden habt ihr dann auswärts Bernbach. Genau. Wenn ich das hier richtig sehe. Nächste Runde zu Hause gegen Tirol. Mit Sicherheit auch nicht uninteressant. Ja. Unglaublich. So, die Spiele gegen Tirol sind immer etwas komisch. Das ist so irgendwie entweder minus 7 oder plus 7. Das ist echt so. Hopp oder Drop? Ja, Hopp oder Drop. Keine Ahnung, wo was das abhängt. Hier in Bregenz sind wir jetzt schon mittendrin in der Schlussviertelstunde. Und das Team von Markus Burger hat hier weiterhin einen 5-Tore-Vorsprung. Gefährlich mit einer 5-1 jetzt und da ist natürlich hinten dann viel offen. Ne? Starkes 1 gegen 1, der gefällt mir, der Kleine. Der 18-jährige Vukicevic mit seinem dritten Tor in diesem Spiel. Hat, glaube ich, auch gegen euch letzte Runde ein paar gemacht, oder? Ja. Wahnsinn. Goran Aleksic. Also jetzt läuft's wirklich bei den Bregenzern. Ja, Goran schon noch ein sehr ausschlaggebender Punkt jetzt. Oh, was gibt's da jetzt? Rot gegen Peter Kerestes, den ungarischen Debütanten. Interessant, was da jetzt passiert ist. Wahnsinn. Hält ihn am Bein fest. Frech. Aber gut, dass sie das gesehen haben. Ist mir jetzt nicht aufgefallen im ersten Moment. Gut, das ist aber auch eine ziemlich unnötige Aktion, oder? Kurzschlussreaktion oder ist was? Auf jeden Fall, ja. Also sehr unroutiniert. Habe ihn ja vorher noch gelobt, dass er da die Pferdlacher echt stark getragen hat. Und jetzt so eine Aktion zu bringen, das ist halt echt nicht sehr reif. Kein reifes Handballverhalten. Ja, schade. Damit tut er seiner Mannschaft absolut keinen Gefallen. Genau, jetzt Ferlach zusätzlich nochmal geschwächt. Bei den zwei Ausfällen, die sie eh schon haben. Es fehlt noch einer im Rückraum. Bei 22-16 und 12 Minuten zu spielen. 23-16, ich korrigiere. Könnte man schon behaupten, dass es eine gegessene Sache ist. Claudio Svečak, auch erst 18 Jahre alt. Kommt auch zu seinem Tor jetzt. Ja, für die Bregenzer ist es natürlich auch gut, dieser Zwischenstand jetzt. Da hat Markus Burger auch mal die Gelegenheit, die erste Garnitur rauszunehmen, auch ein paar Junge reinzubringen, damit die ein wenig Erfahrung in der Liga sammeln können. Ja, ganz genau. Okay, interessante
Positionierung jetzt auf rechts außen. Aber ja, du sagst es, tut gut, die erste Aufstellung mal ein bisschen entlasten zu können und die zweite 7 spielen zu lassen. Ist bei uns ja was zum Beispiel, was der Michi Tratscher ganz cool macht. Er rotiert da sehr viel durch, bringt oft schon nach 14, 15 Minuten die zweite Reihe oder zumindest auf ein paar Positionen die zweite Reihe, die dann frisch reinkommt, vor allem in der Deckung dann echt viel gute Arbeit leistet. Schöner Luftstand hier von Marian Rojnica. Der hat auch schon 6-mal genetzt in diesem Spiel. Jetzt auch gar nicht mehr Urbic im Tor. Don ist zurück im Spiel. Das macht mich glücklich. Echt auch ein super Spieler hat. Ja, doch mit. Wird so wie diese zweite Hälfte gelaufen ist, weil zur Pause waren sie eigentlich noch dran mit minus. Oder 4. abgefangene Ball. Also ich weiß nicht, ob das eher daran liegt, dass die Bregenzer so ein gutes Rückzugsverhalten haben oder die Feilacher so schlechte Gegenstoßpässe spielen. Kommt trotzdem aufs gleiche Ergebnis. Also. Bisschen von beiden wahrscheinlich. Genau. So, du hast es vorhin schon gesagt, Florian Strisnik jetzt im Tor bei den Feilachern. Mit der Parade jetzt hier mal. Genau. González, so! Jawohl, da ist er. Marschiert da durch. Sehr schönes Tor von Adonis. Das ist erst sein zweites in diesem Spiel, wenn ich ihm da keins unterschlagen habe. Ich glaube, da hast du recht. Ist noch nicht zu so vielen Aktionen gekommen. Aber hat es insgesamt ganz okay gemacht, würde ich sagen. Unterbrochen hier mal. Der Lange mit der Nummer 10 bei den Feilachern, den wir da jetzt auch schon sehen, das ist übrigens Rudi Bobas. Und 7 Meter für die Bregenzer. Genau. Schützenwechsel jetzt mal. Ganz neues Duell. Genau, Braunbeiß gegen Strisnik, aber das Ergebnis ist dasselbe wie fast immer. Für Bregenzer. Souverän verwandelt, ja. Auch im Tor jetzt ein Wechsel, falls du das nicht eh schon gesagt hast. Ralf-Patrick Häusle jetzt im Tor. Bei den Bregenzern. Kommt auch zu seinen Minuten. Auch ein super Torhüter, der teilweise auch letzte Saison oder vorletzte Saison vor Goran Aleksic angefangen hat. Teilweise auch zu Recht. Also ist auch ein Torhüter, den ich nicht, also wie soll man sagen, der mich oft aufs Sears hat und mit der ein oder andere Partie viele Bälle hält.
Wie siehst du eigentlich generell die Entwicklung bei den Bregenzern in den letzten Jahren? Die waren ja nach der Jahrtausendwende Serienmeister. Ja. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, man will eigentlich immer mehr in Bregenz, aber in den letzten Jahren hat es nie so funktioniert. Sehr interessante Frage. Die waren schon mal erfolgreicher, das stimmt. Und ich weiß jetzt nicht, wann zuletzt sie oben mitgespielt haben. 2015, 16, sowas. Als bei uns noch Erlingur Richardson Trainer war, haben wir, glaube ich, quasi das Spiel um Platz 3 gegen sie noch gespielt. Aber seitdem ist echt wenig gekommen. Und kann dir aber leider nicht sagen, woran das liegt. Das muss vereinsintern, wirst du sicher mehr Info bekommen. Ja, logisch. Habe ich nicht den größten Einblick, muss ich ehrlich zugeben. Das war wieder Adonis Gonzalez. Schade. Langer, hoher Gegenstoßpass. Der ist mal schön angekommen. Ah, jetzt sind wir schon bei 27-18. Das könnte echt ein 10er bringen. Ja. Ja, Körpersprache bei den Verlachern jetzt auch nicht mehr die beste, ist logisch. Die werden sich das jetzt auch schon denken, was du schon ausgesprochen hast, dass sie das nicht mehr hoch gewinnen werden. Aber es geht natürlich auch um die Höhe der Niederlage. Puh. Voll. Also man muss sich dann schon noch irgendwo zusammenreißen und schauen, dass man nicht allzu hoch verliert. Wahnsinn. Plus 10. Ja, jetzt spürt man richtig das Selbstvertrauen von den Bregenzern. Wenn es dann mal läuft, dann läuft es wirklich. Und jeden einzelnen Spieler anzusehen, dass er da jetzt ohne Angst reingeht in die Aktionen, sich Würfe nimmt, die er sich vielleicht nicht immer nehmen würde, ist schon deutlich. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das keine angenehme Busfahrt wird. Das ist ja ein langer Weg nach Hause für die Verlacher. Ja, die Busfahrten sind auch so ein Ding. Genau rein, wer geht hinaus, wer macht den Kreis? Die passen wir auf den Flügel. Das ist klar, ich will keinen von uns. Oh, das ist auch interessant. Jetzt sehen wir die Verlacher und hören Markus Burger. Voice over. Jetzt Minus 10 auf minus 8, minus 7 zu kommen, ja? Gonzo wechselt mit der anderen Land, ich spiele in der Mitte. Nehmt euch das nicht, nicht. Samo ist, Billy, Jugo, Kreuz, Das ist mir jetzt hier ein wenig so vorgekommen wie bei Lost in Translation. Da redet Uroš Serbets eine gute Minute und das, was Dean Pomorec hat dann übersetzt, ist genau ein Satz. Man kennt's. Ja. Aber gut, zu viel Information wäre jetzt wahrscheinlich nicht gut für die Spieler, deshalb passt es schon, dass er das so kurz zusammenfasst. Mehr Taten als Worte sprechen lassen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch um die Höhe des Rückstands gegangen. Das wollte Uroš Serbets da jetzt auch nochmal sagen, nur nicht zu weit abreißen. Voll. Also niemand will sich da abschlachten lassen, das ist eh klar. Aber im Moment, Wahnsinn, was war das für eine Parade? Im Moment zeigen die Bregenzer Torhüter echt starke Leistungen. Also das war ich gerade wieder... Also mit der Nummer kommt er auch in den Zirkus. Unglaublich. Das ist auf jeden Fall ein Anwärter für eine Top-Parade, hätte ich gesagt. Dreieinhalb Minuten noch zu spielen. Na, was wird hier am Ende? Also, ich glaube, soweit kann man sich schon aus dem Fenster lehnen, ein Sieg für die Bregenzer. Frage ist nur, ich nehme mal an, Julian, du wirst dir dann auch Tirol gegen die Fivers anschauen? Auf jeden Fall, ja. Also die Top-Partie schlechthin. Bin echt gespannt auf das Spiel. Wie gesagt, da wurde ja schon vorher prognostiziert, dass Schwarz ja den unheimlich wichtigen Heimvorteil hat.
was man nicht bestreiten braucht. Ich glaube aber fast trotzdem, dass die Fibers das wettmachen können. Aber wie gesagt, bin echt gespannt. Das sind wir alle, ja. So eine Partie, wo, glaube ich, alles möglich ist. Oh, der sitzt auch. Moritz Moosbrugger. Heute darf jeder mal bei den Bregenzern. Und jetzt sind sie dann bald auf 30. Ja, 18 Tore insgesamt. Ah, sind schon 30, wenig. Ja. Ja gut, 18 sind auf alle Fälle zu wenig, wenn man so viele bekommt auf der anderen Seite. Aber du hast schon recht, die Ferlacher sind normalerweise für wesentlich mehr Tore gut. Aber voll. Ja, vielleicht war es heute wirklich, waren es diese Ausfälle im Rückraum? Oder war es mehr? Was würdest du dann noch sagen nach diesen bald 60 Minuten? Wie meinst du? Nochmal bitte. Die Gründe jetzt, meine ich, für diese deutliche Ferlacher Niederlage, kann man die jetzt an den Ausfällen oder nur an den Ausfällen festmachen? Oder? Ja, also ich würde schon großteils sagen, dass da echt einfach die Breite des Kaders, die nicht vorhandene Breite des Kaders eine große Rolle spielt. Du kannst halt nicht mit den gleichen 7, 8, maximal 9 Spielern eine Partie auf 100% spielen. Und ja, wie gesagt, wenn dann... Ui, nochmal ein Sachs vor. Wenn dann Kleinigkeiten, wenn dann die Kleinigkeiten auch für Bregenz stimmen noch und wie gesagt eben dieses Selbstvertrauen da ist, dieses Gesunde, wo man einen Treffer nach dem anderen trifft, dann geht man schnell unter einfach. Also das sind jetzt, würde ich mal sagen, die Hauptgründe für die Niederlage. Ja, also die Ausfälle haben zu diesem Einbruch dann in der zweiten Hälfte geführt. Genau. Und ja. Also du hast schon recht, das hat man gesehen, dass es bei den Bregenzern nach dem Start, den sie ziemlich verschlafen haben oder wo da auch Sigar Urbisch richtig stark gehalten hat, sind sie dann gut reingekommen, das Selbstvertrauen ist gewachsen und ja, man sieht auch jetzt oder man hat in den letzten Minuten gesehen, dass ihnen das jetzt hier richtig Spaß macht. Voll. Aber die Ferlacher können einem mittlerweile auch ein bisschen leid tun. Das ist immer auch ein interessantes Phänomen, muss ich sagen, dieses Spaßmachen, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil es doch ein großer Faktor ist. So, wenn es wirklich ein bisschen läuft und du wächst an deinem oder du wächst mit deinem Selbstvertrauen, dann macht das Spiel auch einfach viel mehr Spaß. Und gerade der Spaß ist halt das Schöne am Handball. Also ich merke das auch immer wieder bei mir. Schon die schönsten Spiele sind die, wo man am meisten Spaß hat. Und die man dann am Ende auch gewinnt natürlich. Ja, denn mit dem Spaß kommt natürlich auch die Lockerheit und dann geht einfach vieles von der Hand, wo man sich sonst vielleicht anstrengen muss. Ganz genau. Pombeis verwandelt seinen zweiten 7 Meter, glaube ich, in diesem Spiel jetzt auch ganz sicher. So, und das war's hier in der Arena Riedenvorkloster. Was für ein deutlicher Sieg hier für die Bregenzer. Markus Burger und seine Mannschaft gewinnen nach 3 Runden, in denen es zuletzt keinen Sieg gegeben hat, hier heute mit 32:19, also plus 13 für die Bregenzer. Wer hätte das gedacht? Ja, also die Deutlichkeit dieses Ergebnisses ist mit Sicherheit eine große Überraschung. Ist ja auch, glaube ich, der höchste Sieg dieses Jahr, wenn mich nicht alles absolut diese Saison. Auf jeden Fall. Du meinst jetzt für Bregenz oder allgemein? Also sowieso für Bregenz, ja. Und allgemein, glaube ich. Ich glaube, die Fibers haben ja plus 12 gegen Graz gewonnen. Mhm. Ansonsten jetzt fällt mir keine Partie ein. Naja, also ich denke, da hast du recht. Der deutlichste Sieg hier in der 7. Runde. Ja, also die Ferlacher, die zuletzt eigentlich positiv aufgefallen sind mit 2 Siegen am Stück und immer nur knapp verloren haben, das darf man auch nicht vergessen. Also alle Niederlagen bislang nur -1, heute diese deutliche Niederlage. Was denkst du, was könnte diese Niederlage jetzt in Ferlach anrichten, beziehungsweise auf der anderen Seite, was könnte sie mit den Bregenzern machen, dieser deutliche Sieg? Coole Frage. Mit Bregenz befürchte ich, könnte es leider echt anrichten, dass die jetzt souveräner auftreten
und dass man mit denen jetzt doch nochmal rechnen muss auf jeden Fall. Nicht, dass ich sie abgeschrieben hätte, aber nach den Leistungen der letzten Jahre einfach. Und mit Ferlach, ich denke, das wird jetzt nicht allzu viel Unterschied machen. Die sind sich dessen bewusst, dass ihre 2, 3 Spieler, Leistungsträger heute ausgefallen sind und geschwächt da eine Auswärtsfahrt zu bestreiten und in Bregenz zu gewinnen, ist halt nicht so einfach. Also ich denke, die werden sich davon erholen, ihre Konsequenzen daraus ziehen und stark wieder zurückkommen. Ja, die nächste Chance für Ferlach gibt es dann nächste Runde im Heimspiel gegen Graz. Und Bregenz, wie gesagt, hat eine Auswärtsfahrt vor sich, ebenfalls am nächsten Wochenende, und zwar nach Krems. Julian, ich sage vielen Dank heute für deine Expertisen. Das war ein bärenstarkes Debüt. Ich finde auch, ja. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich herzlichst. War echt cool und vielleicht oder hoffentlich bis bald. Ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald mal wieder. Und allen Zuschauern möchte ich jetzt nochmal ans Herz legen, das Topspiel, das es ab 19.30 Uhr gibt bei Laola 1 TV, natürlich auch auf Facebook. Und das heißt natürlich Tirol gegen die Fivers. Für den Moment sage ich danke fürs Dabeisein. Ich wünsche noch einen schönen Samstagabend. Ciao, ciao.